Ach, im Wald ist der. Okay. Aber den kannst du ruhig zur Klinik schicken. Ja, das ist halt, der ist halt schon, der ist halt schon grenzdebil. So, persönlich. So, Graf Montgomery, Thaddeus Montgomery. Keine Ahnung. Ich mit dem Ding kämpfe. So, Talion, kurz nochmal Instructions. Ich bin Cathedral Ward, also Kathedralenbezirk. Ja, links raus. Rechts die kleinen Treppen hoch. Und dann rechts die großen Treppen hoch. Dann direkt, wenn du durch das Tor bist, nach links. Rechts, wenn du durch das Tor bist, nach links. Okay. Wie nah muss ich denn ran mit dem Scheißding, Mann? Was klopfst du denn gerade überhaupt? Scheiß diese blöden Typen da mit der... mit dem Stock. Ach, da knüppel mich die ganze Zeit nieder. Ach, die alten Horsteriche. Guck dich den Damage, Mann! Was? Ja, der ist schon verboten. Hast du oder hast mich du fast. Hast du so viel Insight, dass die irgendwie richtig imbar sind gerade? 12. Alter, imbar. Imbar, wie lange habe ich das Wort denn nicht mehr gesagt? Richtig oldschool. Richtig vielleicht mega oldschool. Vielleicht ist die Rüstung irgendwie doch einfach ziemlich schwach oder so. Alter, ich muss quasi in ihm drin stehen, damit ich überhaupt irgendeine Hitbox habe, gefühlt. Flap, flap. Naja. Nicht meine Waffe, werde ich nie wieder benutzen. Also ich fand die ziemlich cool, keine Ahnung. Ich mag keine Short-Range-Waffen. Ich weiß schon, warum ich bin. Ich habe Dark Souls immer, glaube ich, mit einem Speer durchgespielt. Ich brauche Range, sonst fühle ich mich einfach nackt. Ja, immer diese Pheromains, ey. Talion, ich habe eine Overwatch-Anspielung gemacht. Lol. Ich habe hier zwei Türen mit denen. Hauptsache, wenn ich eine Overwatch-Anspielung mache, dann ist es scheiße. Okay. Es war, ja, es war halt so eine blöde Anspielung, so völlig out of nowhere. Zwei Türen, die wollen, also zwei rote Lampen und die wollen alle nichts von mir. Ich glaube, ich überlege mir wirklich, ob ich eine andere Waffe nehme und auf das Cosplay scheiße, Mann. Ich komme überhaupt nicht vorwärts, deswegen. So, aber hier ist noch ein Türchen, da werde ich mal Klöpfchen. Oder auch nicht. Und ich habe jetzt gleich schon wieder keine Fiolen mehr. Mann. Komm ran, du alter Rechner. Ich verstehe jetzt nicht, warum du dich staggern kannst, weil normalerweise sind die Blade-Off-Mösser richtig gut zum Staggern. Nö, der schlägt. Wenn ich den Gegner haue, ich kann seine Angriffe nicht abbrechen damit. Der haut einfach weiter drauf. Ey, du musst drauf hauen, bevor er überhaupt ansetzt, weil dann kommt er überhaupt nicht mehr zum Angreifen, soweit ich weiß. Weil ich mich erinnere zumindest. Darf ich nicht mit beiden ausgeklappt kämpfen, oder was? Doch. Probier doch mal alle Tasten aus. Wie, alle Tasten ausprobieren? Ich glaube, entweder der R2 oder der L2 sind so Angriffe, die einfach mehrere Schläge auf einmal raushauen. Nö, die machen einen großen. Beide. Hast du Ausdauer gelevelt? Zirp, zirp, zirp. Ja, ich habe halt noch nicht viele Level-Ups, ne? Aber trotzdem, die hauen halt einfach drauf, die Gegner. Und ich meine, der L2 ist halt so ein... Ich gehe jetzt kurz auf meinen Hauptspielstand. Und er macht dann halt einen Schritt nach hinten dabei. Ich gehe kurz auf meinen Hauptspielstand und schau mal nach. Gegner treffen mich halt trotzdem. Beide mal der Close Range, keine Ahnung. Ich mach Close Range am liebsten. Denk an den neuen Stundenfang. Ja gut, ne? Man muss aber bedenken, dass ich hier gerade einfach nur normalen Gegnern scheiter, die nicht schwer sind. So, Spielladen, mein erster Spielstand. So, Level 121. Also ich werde dann mit zwei Schlingen gekillt, ne? Von jedem Gegner. Manche sogar mit einem. Diane. Ich bin jetzt hier in diesem Gang, wo irgendwie vier Türen sind, mit denen ich reden kann. Muss ich weitergehen oder? Gut. Also ich bin da runtergelaufen, wo du gesagt hast. Dann ist hier dieser Gang, da ist irgendwie das Fenster links und eine Tür, mit der ich reden kann. Genau, wenn du mit der Tür redest, müsstest du mit der Frau reden. Wenn du sie dann zur Kapelle geschickt hast, kannst du den Typen zur Klinik schicken, wo du dann so. Kann ich nicht zur Tabelle schicken. Zur Tabelle. Muss sie mehrmals ansprechen.
Ach, jetzt auf einmal. Ich habe die jetzt zweimal angesprochen und es ist noch nichts passiert. So, die Alde schicke ich zur Kapelle. Du musst halt mit den Blade of Mercy, musst halt wirklich viel kombinieren. Weil R1, wenn du jetzt drückst, ja, pass dann auf, ich sag dir, was läuft. Ich kann hinrennen, ich kann genau einen Schlag machen und dann muss ich weg. Und der eine Schlag macht dann 20 Damage oder so. Ich meine, kannst ja reingucken mal bei mir, dann siehst du, wie das aussieht. Moment. Macht schon keinen Spaß gerade, die Waffe. Ja, und ich werde trotzdem getroffen halt, ey. So. Du kannst halt das den L2 benutzen, um sofort einen Backstep zu machen. Ja, hab ich ja eben, aber du siehst, hab ich gerade gemacht, der trifft mich trotzdem. Er trifft mich halt trotzdem. Ist der Sacktyp doch da? Also, schon irgendwie dumm die Waffe, finde ich irgendwie, macht mir keinen Spaß. Ja, die Lebensanzeige ist so mega ungewohnt groß gerade im Spielstand. Ich meine, ich sehe schon den Sinn von dem L2-Angriff, aber er funktioniert halt einfach nicht so, wie er soll. Weil die trotzdem mehr Range haben, quasi. Ich drücke L2 jetzt und zack. WTF. Ich gehe jetzt nochmal zu den Gegnern und versuche das nochmal. Ach fuck, habe ich aber diesen Spielstand noch gar nicht erreicht, was ein New Game Plus 2 ist. Also, keine Ahnung, ich finde die Waffe scheiße. Bin ich, ist absolut nicht mein Kampfstil. Absolut nicht. Peace, Batman. Erstmal Cosplay wechseln. Eileen hat eine Identitätskrise. Eileen, bevor sie zur Jägerin wurde. Also ich weiß, dass die Waffe eine der stärksten Waffen sein soll, ohne DLC-Waffen. Vor allem für PvP. Aber wie gesagt, ich kann halt nicht auf den Gegner einschlagen, weil die zu viel Poise haben. Ich komme da nicht durch. Die können mich dann einfach halt niederknüppeln und dann stehe ich da und gucke. So nah dran muss ich gar nicht stehen, die zu treffen. Und vor allem, wenn du R1 ganz viel kombinierst, werden die Angriffe mal schneller. Mit beiden ausgefahrenen oder? Ja, ausgefahren. Wenn du ausgefahren R1 spammst, werden die Angriffe immer schneller. Also mit beiden Klingen jetzt, oder was? Genau. Genau. Muss halt auch so ein bisschen leveln. Mach das mal mit den letzten Level-Ups, auch so leveln. Kannst du ja kurz bei mir reingucken? Bei meinem neuen Spiel, beim Spiel schon gerade. Kann ich das dir gleich zeigen? Ja. Sag mal Bescheid, wenn du da bist. Ja. Moment. Jetzt. Beziehungsweise war das Lied jetzt, okay. Moment. Okay, jetzt. Ja, ja. Den Typen, den Lügerich-Typen tatsächlich noch nie gerettet. Ja, das Problem daran ist halt, ich kann halt auch comboen, aber das bringt mir nichts, weil die einfach nicht gestunt werden. Egal wie oft ich draufschlage. Schlagen einfach weiter. Und kurz. Ich geh noch zu den Typen hier. Also. Ja, er schlägt einfach weiter drauf. Kannst vergessen. Ich mach's gerade. Ich hab's gerade gemacht. Kannst bei mir gucken. Das könnte aber auch an den Gegnern liegen, denke ich, dass die einfach nicht davon gestunt werden. Ist halt sau dumm, Mann, weil die Waffe macht halt mega wenig Schaden, wenn ich immer nur einen Hit rauskriege. Ja, auch großer Fan des Rakuyo, ich liebe die Waffe. Naja.
Begeisterung spricht aus ihm. Ich hab schon was Geiles erwartet. Finde ich schon schlecht. Nein, Hunter da unten klatschen, der selber ist. Ich mach jetzt einfach nur noch den harten Angriff. Ist der einzige, der irgendwie Damage macht. Ja. Muss man später mal bei anderen Gegnern schauen, Leute, wenn du ein bisschen mehr Ausdauer hast und mehr. Normalerweise muss man ja sagen, bekommt man die Waffe auch deutlich später, wenn man noch mehr Ausdauer hat. Ja, aber. Ich würde wirklich sagen, dass du dann einfach mal noch nach Zeit lang erstmal noch mit einer anderen Waffe spielst, wo du mehr erstmal ein bisschen mehr Ausdauer hast. Weil wenn du eh keinen Schaden machst. Das Problem ist halt wirklich nur, dass ich viel zu nah rangehen muss und der Damage, den ich dafür mache, überhaupt nicht lohnt. Ja, eben. Was hast du noch Arkan? Die Waffe ist geil, ja, sind ja zwei, ich vergaß. Und hast du die Waffe auch verbessert? Muss man auch sagen, ne? Ja, habe ich. Auf? Plus 3? Ja. Ich bin falscher Spielstand geladen. Der Chat ist ultra leise. Der Chat kann leise sein. Aber wir meinen einfach, dass die Leute wenig schreiben. Ja, aber. Ich will auch gucken, was da so geschieht. Hallo. Bei den Typen. Schade, ich dachte, die können sich gegenseitig hauen. Ich habe eigentlich Woche mal langsam die Challenge zu beenden. Nur habe ich keinen Bock auf den vorletzten Kelch, weil da hat man, ich glaube, nur 60% seiner maximalen HP. Ich habe das Prinzip mit dem, wie man quasi in höhere Dungeons kommt, noch nicht ganz kapiert. Seit wann kommt der Große hier hin? Was ist mit ihm los? Du kommst einfach bei der bluthungrigen Bestie, den ersten Kelch. Mhm. Also der wichtige Kelch. Okay, der ist noch nie hier runtergekommen bei mir. Was zur Hölle? Und was macht der hier? Hau mal ab! Wenn du gewisse Bosse in dem Kelch dann besiegst. Alter, was ist los mit ihm? Wo ist der hier? Weitere Kelche. Welcher Gegner? Der Dicke mit der Axt! Als ob, richtig rasiert hat der mich. Gehst du bitte? What? Dass du bitte da hinkommst. Das hab ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Hast du den betäubten Nebel da hochgeholt? Ich glaub schon, ja. Boah, richtig auf die Leiche da reingehauen. Irgendwie suck ich in dem Game. Die Waffe ist halt echt so. Hier, guck mal, ich piekse dich. Ja. Bloß halt, wie gesagt, erstmal vor allem gegen Amelia kannst du ja wieder Sägehackball benutzen, weil es effektiv gegen sie ist. Und dann später mit mehr Ausdauer nochmal schauen. Ich würde sagen, dann schmeißt Chris seine Buddha-Messer erstmal beiseite. Junge, der Tigger, ey. Komm, scheiß auf die Abfeuerwaffe. Triggert. Ah, mein Ohr. Das ist eine müllige Müllwaffe. Ich nehme echt Baby Rage. Was soll ich? Genau. Ich wollte jetzt einfach. Ich habe die beiden NPCs geholt, ich rede noch kurz mit denen. Weil den Lügenbold da, mit dem habe ich noch nicht gesprochen. Meine ganzen Blutfiguren fast alle wieder weg sind. Das ist Batman. Unterdessen trifft mich der Axttyp auch zweimal und ich bin tot. Ja, muss schon, ich bin schon heftig demotiviert gerade. Ich habe schon übelst viel Zeug für den Dreck ausgegeben. Ah, verständlich. Ja. Alter, 6 Fiolen. Let's go. Ist auch lustig, falls jemand gerade zuguckt. Achte mal darauf, während ich mit der Dana vor hier rede. Achte mal auf die Nonne hinten. Ah, ja, sehr schön. Nonne, was hat die denn für ein Problem? Und soweit ich weiß, wenn ich glaube ich zu oft von der. Wenn ich zu oft von der hier Blut annehme, tötet sie die Frau irgendwann. Aus Neid. Ei, ei, ei. Die haben Probleme.
Ich mag die Emotion, mit der dieser Gegner ausholt, wie er eine halbe Stunde auf einem Bein steht, majestätisch. Du meinst den Riesentypen da. Übrigens, kaum wechsle ich die Waffe, geht's auch wieder. Irgendwie, ich weiß nicht, absolut nicht meins. Womit scaled die denn überhaupt? Geschick oder Kahn? Geschick habe ich halt die ganze Zeit gescaled. Ja, Kahn ist, glaube ich, liegt dich noch bei dir. So, ich stehe übrigens vor Amelia, falls ihr die klatschen möchtet. Ja, ich will doch das Gebiet noch untersuchen, es ist ja noch einiges hier. Okay. Du pendelst die ganze Zeit rum, ohne das Gebiet zu untersuchen? Ich habe ja gerade die Dingens geholt, die beiden NPCs und dann noch... Ja, habe ich auch gemacht, aber ich bin hier kurz auf Spiel nicht ganz fertig, aber... Scheiß auch drauf. So, ich stehe in Amelias Vorhalle. Da oben steht ja noch einer. Richtig ansneaken. Lass uns was rumhauen. Vor allem, weil es schon 20.44 Uhr ist. Das ist in der Tat die Wahrheit. Ja, to the ritual of blood, purveyor of ministration. Ja, wir haben auch schon später angefangen. Trotzdem, Talion, ich will Spaß, ich will Blut, ich will Dinge hauen. Ich will die ganze Zeit. Ganze Blut noch. Ja, okay, ich komme zu Amelia. Ja, bitte. Wir fassen die alte. Also, nicht sie. Das wir Ding fassen ist, wir ich schon hab, an. Das Ding ist, ich habe kein. Kein Feuerpapier. Das heißt, ich muss anders klarkommen. Ach, regeln wir. Mit ich purer physischer Gewalt. Furchtsame, purer Waffengewalt einfach. So, ich werde mein Glöckchen läuten. Ja. Die und zwar die Herausforderungsglocke. Lissi, schüttel die Glocke. Okay. Kann ich schon mal anfangen, das Gebiet zu untersuchen, während wir suchen müssen? Au, voll in den Rücken gestochen. Ich habe meine kleine Glocke geläutet. Was ist denn jetzt schon wieder los? Wieso kann ich die Glocke nicht läuten? Wie du aufs Treppen stehst? Nein. Weil ein Gegner in deiner Nähe ist. Na, hä, warum? Ah, Spiel geben euch auf die Nüsse. Was ist denn jetzt schon wieder ein Problem? Warum kann ich die Glocke nicht läuten? Nö, geht nicht. Ich bin durch Amelias Tür durchgegangen und stehe jetzt halt dahinter. Und da konnte ich meine Kleine zumindest läuten. Guck, ob ich die da auch läuten kann. Ich hab sie auch auf Quick-Auswahl. Ja, ich auch. Nö, kann ich nicht. Nicht? Fuck. Vielleicht leuchtet die ja noch. Ich wollte gerade sagen, vielleicht leuchtet noch eine andere. Nein. Aber wir haben die Blut- und Hungrige-Bestie als letztes bei mir gemacht. Vielleicht läutet deine noch. Nee, ich habe hier gerade die kleine Nachhalte geläutet. Ja, gut. Vielleicht nicht mehr online aus irgendeinem Grund? Dann starte ich halt das Spiel neu. Komm jetzt. Wir klatschen gleich ein großes Viech und dann haben wir wieder sehr viel Spaß. Mann, ey. Ja, gerade habe ich nicht so viel Spaß, ehrlich gesagt. Die Waffe ist scheiße. Ich habe voll viel Zeug dafür ausgegeben. Deswegen 5 Level hinterher. Und laufe sie mit der Kacksäge rum, auf die ich keine Lust habe. Und kann die Online-Funktion nicht benutzen. Mama! Hornbach freut sich, wenn du die benutzt. Wer? Hornbach. Wer ist das? Wer oder was ist Hornbach? Kannst auch Obi nehmen oder Globus. Ach so. Oder weitere Baumarkt-Jokes. Bauhaus. Ich hab nur einen John Brady. Bauhaus. Das bist du. Ja, du müsst einfach alle auf Suis Kanal die Glocke klicken. Ich wollte gerade sagen, dann, ja. Dann kann das nämlich funktionieren. Wow, die Leiche von dem Typen. Wieso darf ich die nicht nehmen? Was ist dein Problem? Musst du irgendwie nochmal online gehen oder so? Bin ich doch. Ich bin gerade, hab mir gerade extra Spiel ausgemacht, um nochmal online zu gehen. Ja, hast du ja sonst auch die ganze Zeit über das Menü dann auch gebimmelt, oder nicht? Ja. Ich würde jetzt sagen, okay, Google, aber Google versteht nicht, was ich ihm sage. Gönn. Nein, Google, ich habe nicht okay gesagt. Google, hör auf. Nein, Google. Google, geh aus! Google! Au, 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 au! Ja, dann spielt halt ohne mich. Ich kann nicht online gehen. Obwohl ich online bin. Oh, mega lol. Bell not working. Was ist das denn, ey? Bell not working. Oh, 10. Hast du keinen. Also, Insight hast du ja noch, ne? Ja. 12 sehe ich ja gerade. Steht dann irgendwas, wenn du versuchst, die Glocke zu aktivieren? Nein, es geht, ist einfach ausgegraut. Holy shit. Wir sind hier auf.
Ist das ein Grafikglitch oder soll das so aussehen? Sieht irgendwie so. Oh, ich sehe es. What the? Was denn? Das Ach, das ist blutiges PNG. Warum das so riesig ist, keine Ahnung, aber das ist auf jeden Fall blutiges PNG. Das sollte. Das ist, das ist aber. Dass das so riesig ist, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wer da verendet ist. Wie blutiges PNG, Herr, also. Blutiges PNG ist so ein quasi kleiner Grafikglitch, womit halt Blut wie so eine helle Umrandung kriegt und mega auffällig in der dunklen Umgebung aussieht. Warum da so mega viel Blut bei dir allerdings ist, weiß ich nicht. Schalldämpfer geht nicht, habe ich gerade probiert. Der aktiviert sich auch nicht. Das Blut sieht übrigens überall so scheiße aus. All I can say is that once you defeat a boss in an area, the beckoning bell will stop working. Bla bla bla, hast du ja aber nicht. Das ist merkwürdig. Äußerst merkwürdig. Ja. Versuche auch noch herauszufinden. What the hell is up with my beckoning bell? Versuch mal zurück zum Traum des Jägers zu gehen und zurück, sagen die Leute. Zum Traum des Jägers und dann. Toll, muss ich den ganzen Gegner nochmal töten und dann darf ich wieder Blutfiolen farmen. Ich renn da immer durch das Gebiet. Ja, du kannst einfach durchlaufen. Dann einfach bei der Lampe, wenn man gerade reinbezieht, dann nochmal die links leuchten, dann laufen einfach komplett durch alle zusammen zur Media. Wenn es dann noch nicht geht, steht hier diverse Male, dass man dann sein System einmal komplett neu starten soll. Warum nicht da? Das Blut sieht übrigens überall, überall so scheiße aus. Blutiges PNG. Spiel ist verbuggt, lol. Bug has to do with resume game option, okay. Vielleicht muss ich ja erst einmal den Boss triggern, da habe ich auch kurz überlegt, ob ich da einfach mal reingehe und dann quasi wie ich wieder rausbohrt oder so. Ja. Bin gerade mega merkwürdig gestorben. Verstehe ich nicht. Hä? Kapier ich nicht. Wir sind ja auch alle innerhalb von 10 Leveln in unserem Level, ne? Ja, das ja. Ja. Naja, das, da müsste ich immer noch aktivieren können, die Glocke, nur halt, das würde da nicht gefunden werden. Bloodborne Issue prevents summons at Vicar Amelia fight. Aha. Was? Ich habe jetzt hier ein paar Mal spezifisch gelesen, dass der Fehler speziell bei Vicar Amelia auftauchen kann als Bug. Turns out you need to open a specific gate in order to summon on this area. Hast du nicht alle Tore aufgemacht? Keine Ahnung. Vielleicht ist das Problem. Hast du. Wie viele Tore waren es? 4, ne? 3. Weiß also muss er vielleicht hat er das Aufzugtor aufgemacht? Aua! Also das ist auch. Das ist das Aufzugtor, das ist auch. Ganz hinten, wenn du bei dem Riesen durchgehst. Ich sag mal, hast du bei dem Platz mit den Riesen, wo die ganze Madness, ja, das ist auf? Ist das da hinten auch auf? Das hier ist nicht auf. Dann mach das mal auf, dann kannst du vielleicht wieder summonen. Nein, der Flammenwerfer-Typ. Ah, hau ab. Ah, geh weg. Geh auf Tor, schnell. Ah! Alter. Ich sehe, wie er auf dich zukommt. Das Tor braucht ein bisschen länger zum geöffnet werden, komischerweise. Ja, das habe ich gerade fast gekillt. Aber funktioniert. So, jetzt müsstest du ja dein dickes Glöckchen gleich wieder läuten können. Ja, geht. Warum das? Was ist das für ein Quatsch? Ich weiß es auch nicht. Was hat das Tor mit der Glocke zu tun? Aktualisieren wir das Gebiet, weil Eileen geht auch erst, wenn du das Tor geöffnet hast. Jetzt konntest du sie ja gerade wieder. Ich krieg gerade Wahnsinn. Fuck it. Ah, rechts. Na, ich will nicht zu den beiden Jägern da rechts gehen. Den habe ich auch den hab ich schon längst bekommen, Talion. Wahnsinn. Er ist einfach voll frenzied. Da wäre erstmal kaputt mehr. Aber. Haben wir doch das. Die sind voll mega leicht zu parryen. Mir kann die einfach parryen, während die gleich angreifen. Wer? Diese Typen direkt vor mir, ja. Mit dem Holzkreuz. Soll ich zu den Jäger gehen? Das sind halt zwei Leute auf einmal, hab ich keinen Bock drauf. Können wir später mal zusammen machen. Wenn wir zu Amygdala gehen oder so. Amygdala, ey. Wir haben gerade das Tor zur Amelia geöffnet. Ja, aber der ist nicht da. Ich hab nicht genug Insight, dass das irgendwie, oder? Okay. Ich hab grad 8000 Blut, ich muss wieder, Mann. Viel zu Batman. Ich habe 0.
Das ist doch immer, das ist doch ein gutes Gefühl, wenn man den Boss. Aber als Helfer verliert man seine Blutfiolen ja nicht, wenn man stirbt. Ich habe jetzt eigentlich schon wieder keine Blutfiolen, das heißt, eigentlich kann ich da wieder nicht hin. Ach, wird schon. Okay. Hast du auch nicht genug Blutiges oder so? Ich habe jetzt keinen Bock, da immer wieder zurückzugehen, weil ich immer durch dieses blöde Gebiet laufen muss. Wir können ja erstmal zum Üben, kann ja erstmal zum Beispiel ich die dicke Glocke läuten. Hast du denn das Tosch zur Familie schon geöffnet? Ja, und ich habe auch gerade meine dicke Glocke geläutet. Weil, wenn du nicht zurück willst, dann kannst du halt einfach in den Traum gehen, die Blutfiolen und so weiter holen, dann direkt bei der Lampe treffen wir uns dann. Und dann rennen wir einfach alle durch. Ja. Ja, ich würde an deiner Stelle auch nochmal zurückgehen. Kannst ja vielleicht auch eine Bolt Hunters Mask, also die richtige. Na gut. Mit der du deine Echos behältst. Oder wie du möchtest.